Amerikanische Edelschmiede Titan haben wir in einer der vergangenen Sendungen schon vorgestellt. Eine weitere Edelmarke, die ebenfalls außergewöhnliche Eigenbauten herstellt, ist Confederate Bikes. Louisiana liegt im Süden der Vereinigten Staaten und ist bekannt durch seine Farbenpracht und Lebensfreude. Hier ist die Geburtsstätte der Jazzmusik und die Geburtsstätte des Confederate-Motorrades. Die Fabrik wurde 1991 in Baton Rouge gegründet. Erst 1996 lief das erste kunstvoll gefertigte Bike vom Band. Denn 3 Jahre wurden allein in die Entwicklung des Designs investiert. Heute arbeiten 17 Mitarbeiter an 12 handgefertigten Confederate-Motorrädern pro Monat. Die Philosophie der Firma ist die, die Harley-Davidson einst praktizierte. Eine kleine Firma, die auf die Besonderheit des Produktes Wert legt und nicht nur auf das Marketing. Die Fabrik stellt eigene Rahmen, die komplette Ausstattung, Schutzbleche, Antriebsketten und Felgen her. Importiert werden der V-Twin-Motor, englische Magnesiumfelgen, italienische Radaufhängungen, schwedische Bremsanlagen und Pirelli-Reifen. Das Gehirn hinter der Firma ist Matt Chambers, ein erfolgreicher Ex-Anwalt, der seine Profession für seine Passion aufgab. Bei uns gibt es eine direkte Verbindung zwischen Herstellung und Endprodukt. Wenn man eine Menge leidenschaftlicher Ernsthaftigkeit in das Produkt legt, sieht und fühlt der Benutzer des Fahrzeuges das. Ich meine damit, das ist ein Motorrad, das man noch an seine Kinder und Enkel weitergeben kann. Der Grund, weshalb man dieses Motorrad jedem anderen vorzieht, ist, dass der Rahmen sehr stabil ist und das ganze Bike so gut wie ewig hält. Es ist extrem einfach zu pflegen und fährt sich fantastisch. Es ist sehr, sehr schnell, spielend leicht zu fahren und fährt sich sehr weich. Und dazu kommt natürlich noch seine Einzigartigkeit. Einmaligkeit hat seinen Preis. Das Minimum, das ein Liebhaber für seinen Confederate hinlegen muss, beginnt bei $20.000 und kann bis zu $30.000 hoch sein. Der Vorzug des Confederate-Motorrades ist, dass sein Design zeitlos ist. Nichts daran ist überflüssig. Das Design wird auch nie drastisch verändert. Natürlich verbessern wir, so wie alle anderen Hersteller auch, unsere Motorräder. Aber ich kann versichern, das Confederate wird ähnlich sein wie der 911er Porsche. Es wird im Design eher eine Evolution als eine Revolution geben. Rather than revolution in terms of design change. Das Confederate verfügt über nur 2 unterschiedliche Designs, dem America GT und dem Hellcat. Das Gewicht liegt unter 250 Kilogramm. In 11,9 Sekunden kann das Confederate auf 225 km/h beschleunigen. Der leidenschaftliche Biker und Fabrikbesitzer Matt und seine Freunde testen am liebsten selbst ihre neuen Produkte. Die malerische Landschaft rund um Baton Rouge ist eine willkommene Teststrecke. Spaß am Motorradfahren ist das Wichtigste. Ich habe das Business nicht wegen des Geldes angefangen. Keiner, der mit mir arbeitet, will viel Geld verdienen. Es geht darum, etwas zu machen, das man von ganzem Herzen tut. Und das ist der große Unterschied. Das Confederate ist nicht nur ein Motorrad von Bike-Liebhabern, sondern auch für Motorradliebhaber. Deshalb plant Matt Chambers, die stählernen Rösser nach Deutschland zu exportieren. Sein Traum, das schnelle, elegante Bike mal in voller Geschwindigkeit auf der Autobahn zu sehen. Denn in den USA gibt es schließlich ein Tempolimit.